Das mit den Monobiestern kriege ich leider nicht hin. Ich glaube, da muss ich nächstes Mal direkt ablehnen. Ich würde es gerne. Aber ich gucke in der Zeit auch zu selten. La la la. La la la. So. Ich würde gern wirklich noch einen Apotheker kriegen irgendwie. Jade Kurven. Aber jemanden, der wirklich nur, also ihn ja zum Beispiel, Branwen. Aber da fehlt dann halt, ne, Weiterbildung und so. Hat Potenzial. 50% Lerntempo. Okay. So, machen wir mal. Okay, wie sieht's aus? 5 geheilt, sehr gut. Wir haben noch 20 Tage Zeit. Ich glaube, wir kriegen die anderen beiden sogar noch hin. Das wäre natürlich prima. Ina kriegen wir gar nicht mehr hin. Er wird sterben. Ja, er wird sterben. So, was mit ihm hier? Diagnose benötigt. Okay, der ist noch motiviert, alles klar. Wir brauchen vielleicht noch eine richtige Aufnahme, ne? Hätte ich auch nochmal gerne. Aber ob wir die hier noch irgendwo hinbauen, vielleicht wenn wir dann hier das doch geht. Grundstück hier. Wir können hier noch eine richtige Aufnahme machen. Wir können auch jetzt das Aufnahmezimmer machen, vielleicht wäre das ganz gut. Hm. Was ist mit dir? Achso. Hm. Die 86 Tage. Na gut, schaffen wir leider nicht. Also wir schaffen es schon, aber 88 Tage. Sechs. Haben wir gerade noch geschafft. Okay. So. Alles klar. 6 von 7 Patienten geheilt. Alles klar, supi. Sehr, sehr gut. Peter Dingel. Ja, Entschuldigung. Peter Dingel ist kein Mitarbeiter. Ich kenne diesen Peter Dingel nicht. Ich weiß nicht, was er hier noch will. Ich habe keine Ahnung. Dam, dam. Dam, dam, dam. Blubbidi blub. Blibbidi blub. Blub di blab di blum. Blum blum. Boah, ich will ja gerade Pause machen. Blubbidi blab di. Blub di blum. Ja, guck mal, einer trainiert. Cool. Kann ich nicht mehr. Personalherausforderung. Erlege 5 Monobiester. Mann! Achso, nicht erfüllen können. Ja, leider. Ich dachte, wäre schon wieder die nächste Herausforderung. Ich will diese Monobiester erlegen, aber da sind aber zu wenige unterwegs und oder ich check's einfach nicht schnell genug. Wir haben hier nicht unbedingt die Monobiest-Plage. Drohung von Peter Dingel. Hau ab, Peter. Mann, ey. Oh, wir müssen noch 3 Mitarbeiter ausbilden. Lass mal gucken, was wir als nächstes ausbilden. Ne, wir wollen ja die qualifiziertesten Mitarbeiter haben, damit, wenn die ausgebildet sind, die sich sofort woanders bewerben. Und wir alles umsonst gemacht haben. Wir könnten... Gibt es Allgemeinmedizin 3 für Grant und Nigella? Allgemeinmedizin 3. Gibt es für Grant und Nigella? So, dann fehlen uns natürlich gleich Ärzte. Das wird passieren. Kurs starten. Achso, wir brauchen noch einen Ausbilder. Dr. E. Haggels. So, Vorabzahlung 10.000, Studiengebühren 15.000 plus 200 gleich 30.000. Okay, let's go. Jetzt brauchen wir noch Ärzte einstellen. Ich hätte gerne noch jemanden für die Apotheke. Aber gut. Ärzte. Nein. Brangelina Ochsenbrust. Ich bin eine Brangelina Ochsenbrust. Habe ich gerade übersteuert? Weint bei Sitcoms. Okay. Hier, zack, let's go. Die beiden sitzen da schon. Sehr, sehr gut. Dann haben wir gleich 2 Top-Ärzte. Und die können die anderen auch fortbilden. Hier fehlt leider auch jemand gerade. Wir müssen die Zeit leider so überbrücken. Stimmt, wir haben 1, 2, 3, 4.
Die bräuchte eigentlich mindestens 4 Top-Ärzte. Note. Klopp. So, tschüss, Peter. Sag ich mit den Mitarbeitern, weiß nicht, ob wir was schaffen. Ich wollte bei den Hausmeistern auch noch gucken, ne? Was wir mit denen noch machen können. So. Aufgabenzuweisungen bei den Hausmeistern. Mark Mopp ist auch ein schöner Hausmeistername. Okay, die können alle noch was lernen. Vielleicht können wir da nochmal. Vielleicht können wir hier Instandhaltung 3 noch machen. Und Mechanik, den würde ich vielleicht dann zum. Ja, aber nur Mechanik ist halt doof, ne? Aber ich würde die beiden trotzdem Instandhaltung 3 machen und ihn hier vielleicht Geisterjäger 2. Dann würde der nur noch Geister jagen. Und den Rest den anderen überlassen. Geister haben wir nicht so viele, aber dann haben wir zumindest einen professionellen Geisterjäger hier, der sich immer sofort um Geistereinsätze kümmert. Für den Notfall. So. Hier ist gerade einer wartet drauf. Okay, das ist okay. Oh. Oh, Leute boxen mit Kaugummiautomaten. Die hat gerade mit dem Kaugummi... Hat gekündigt. Ja, hau doch ab jetzt. Der hat immer noch nicht gekündigt, ne? Also der hat schon gekündigt, aber der wird nicht abhauen. Ich kann mit dem einfach... Peter Dingel, ich hatte echt Hoffnung für den, aber leider... Gibt's hier vielleicht Dev-Commands, mit denen man so eine Leute löschen kann irgendwie oder rausnehmen kann aus dem Krankenhaus? Der geht halt nicht weg. Ich konnte ihn auch nicht... Also aufheben hätte ich vielleicht gekonnt, aber jetzt ist es zu spät. Ich habe den ja gekündigt und dachte, der geht. Aber er ging nie. Er ging einfach nie. Guck mal, das klappt gut. Jetzt kommt sie. Schichtwechsel. Oh. Ein Töpfer ist leider gerade gestorben. Mist, Mitarbeiterwunsch kriege ich nicht hin. Schade. Aber das kriegen wir hin. 2 Sterne Krankenhaus sind wir gleich. Juhu. Hallo Miki, ist das ein 2 Sterne Krankenhaus? Stimmt. Da, 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 da. La, 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 la. La, la, la. So, sehr gut. Deprimator 2 und Herzraser 2. Ja, nice. Glückwunsch. Ihr Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von Two-Point mit 2 Sternen bewertet. Größere Erfolge schüren höhere Erwartungen. Alle wollen ihren Anteil. Bin mal gespannt, wie du mit gierigen Mitarbeitern zurechtkommst, die dich von innen heraus zerlegen wie Parasiten, die Socken tragen. Alles Gute der ganzen Truppe unten in Fluttering. Mit wohlriechenden Grüßen, Tarkin Foxbridge. Na gut, gierige Mitarbeiter, müssen wir mal gucken. Deprimator 2. Let's go. Jo, den haben wir freigeschaltet. Was war das andere Mal? Der Herzraser, genau, der war's. So, auch hier. Diagnosevermögen. Alles klar. Ja gut, das hört sich ja gut an. Machen wir beides. Karriereziel, verdiene 1000k, haben wir auch erreicht. Wir können schon wieder was Schönes freischalten. Ich guck mal ganz kurz, was wir uns jetzt freischalten können. Lalala, Klimaanlage hatten wir ja schon. Spielautomat hätte ich echt gerne. 500k, vielleicht sollte man doch ein bisschen sparen. Zeitschriftenständer. Auch schön. Trophäenschrank. Die Trophäen stammen alle vom Flohmarkt, aber das muss ja keiner wissen. Bücherregal, wer mit der Auswahl nicht zufrieden ist, soll sie in der Bibliothek verziehen. Ja, Mann. Hätte auch gerne den Rosenstrauch, der macht bestimmt richtig was her. Krankenhausattraktivität. Zimmerbrunnen, 900k. Großer Brunnen. Okay, vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja, okay. Den Goldstern würde ich mir auch gerne holen. So, Allgemeinmedizin 3. Sehr, sehr gut, haben wir abgeschlossen. Bam, bam, bam. Das heißt, die eine Ärztin kann ich ja theoretisch dann auch rausschmeißen, die wir gerade eingestellt haben. Ja, er geht sauber machen. Das ist natürlich eigentlich auch toll, aber... Wird aber keine Angst vor dem Geist, oder? Ja, doch. Okay. Mm-mm-mm-mm.
So, bei den Hausmeistern. Kann ich denn Kurs starten? Ich guck mal ganz kurz. Verfügbare Kurse sind hier. Geisterjägerei. Gibt es nur das eine? Wir können alle Hausmeister zu Geisterjägern natürlich fortbilden. Das geht natürlich auch. Das ist ja offenbar nur ein Perk. Das ist ja jetzt kein Level. Kundenbetreuung 4. Ist nur eine Person geeignet? Achso, der andere hat noch keinen Slot, aber Kunden... Ah. 50% Kundenbetreuung. Ja, nice. Behandlung 2, Bibapo, Instandhaltung 3. So, dann machen wir mal Instandhaltung 3. Hier, Bert Bastelfix leitet den Kurs. Und Kendall Source und Sebastian Pong leiten beides Leitenhausmeister. Koryphäen auf ihrem Gebiet. So. Bilde 10 Mitarbeiter weiter, befördere 10 Mitarbeiter. Erreiche die Krankenhausstufe 12. Und schon wieder ist ein Patient. Ich weiß nicht, was er mit diesem. Das ist echt doof. So, der Deprimator wird gerade ausgebaut. Sehr gut. Können wir das Ding hier eigentlich auch? Nee, kann man nicht. Umtöpfer. Den Deprimator könnte man theoretisch dann auch nochmal upgraden. So. Ja, Peter Dinkel. Unser Freund Peter Dinkel. Ah, ich hasse ihn so sehr. Und schon wieder da oben. Ich gucke mal ganz kurz. Eingetötet, 23 geheilt. Na gut. Wollte nur mal schauen. So, Herausforderung. Verdienen 200.000? Ja gut, das nehme ich an. In 90 Tagen. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Psychiatrin. Psychiater haben wir momentan nicht. Psychiater wollte ich auch mal gucken, ne? Gehen wir da eventuell. Psychiatrie 2. Ich hätte gern noch einen anderen guten Psychiater irgendwie. Ach, schön. Das sieht gut aus hier. Plus 15%. Was? Ah, das stackt sich aber alles, ne? Plus 15, plus 15, plus 15. Ich hoffe, das stackt sich alles. Das stackt sich mit meinen Erwartungen. Also wir brauchen auf jeden Fall noch, wir haben jetzt, 2 Psychiater nur. Für 2 Büros, das kann nicht funktionieren. Viele Mitarbeiter haben Weiterbildungspotenzial. Ach so. Zirkusproblem. Alles klaro. Dann wird hier geöffnet. Huch. So, und ich hoffe mal, das klappt. Der Geist nervt. Weiterbildung benötigt. Alles klar. Ja, Entschuldigung. Wir machen gerade. Mark Mob hat viel Erfahrung gesammelt. Er kann zur Leitung. Ja, würde ich gerne machen, aber geht gerade nicht. Mehrere Weiterbildungszimmer wären okay, aber weiß nicht, ob das jetzt bei der Größe schon nötig ist. Ich mache das so etappenweise. Okay. Warte mal, wo ist denn der Hausmeister, der Ghostbuster hier? Mark Mob. That's why you need Jumbo Security Systems. We'll fill your house with cameras. Watch your every move. Okay, komm her. And even recommend one product to buy. So, bitte einmal aufsaugen. Ja, super. Jumbo. So, Gesundheitsminister, alles klar, Herausforderung, das kriegen wir hin. Der Herzraser muss gewartet werden. Ein Hausmeister muss gefunden werden. Ja, Moment. Oh Gott, ich bin gerade ein bisschen überfordert. Obwohl, nee, eigentlich geht. Die Hausmeister kommen eh gleich aus der Ausbildung. Ist gerade nur so wie parallel irgendwie. Die kommen jetzt hier rein. Wir haben 2 von den Dingern, haben wir schon laufen. Einer davon wird gerade geupgradet. Ach, die Hausmeister ist gerade in der Fortbildung. Ah, ja, das war vielleicht ungut getimed. Ich hätte vielleicht erst die Geräte upgraden sollen. Und das Ding da hinten muss, ja, Heartracer muss gewartet werden. Der ist gerade ein bisschen defekto. Der ist gerade fett am Abqualmen, aber die Hausmeister sind eh fast fertig. Ich lasse sie gerade nochmal rauskommen. Ich muss eh gleich Aufnahmepause machen. Die.
So, was haben wir jetzt gerade? Zirkusproblem im Gang. 6 geheilt, einer. Mitarbeiterwunsch, verdienen 200.000. Das kriegen wir auch gut hin, glaube ich. Personalstimmung von 75. Haben wir schon geschafft. Instandhaltung 3. Ja, Weiterbildung ist abgeschlossen. Und die Hausmeister, einer geht sofort ans Werk hier unten. Sehr gut. Und der andere müsste eigentlich gleich die Maschine hier mit Mechanik benötigt. Ja, der macht er gleich. Oh, nee, der... Okay, alles klar. Ich weiß nicht, was ich mit Peter Dinkel machen soll. So, Kopfsalat, neue Krankheit? Der Patient ist völlig perplex, wird häufig durch Konfrontation mit neuen Informationen hervorgerufen, die ein völliges Umdenken erfordern. Nach eingehender Analyse dieses Zustands haben Wissenschaftler folgende Gleichung aufstellen können: Verstand gleich erschüttert. Leider hat diese Gleichung sich als völlig nutzlos herausgestellt. Ab in die Psychiatrie, okay, und die Hausmeister kriegen eine kleine Gehaltserhöhung. So, befördern. Und ganz ehrlich, wir wurden vor gierigen Mitarbeitern gewarnt, aber ich sehe da kein Problem. Wir geben ja eh mal ein bisschen mehr, als wir müssen. So, wieso? Kurs starten. Herzrasen muss reparieren. Ja, der Herzrasen wird reparieren. Ja, Mann, Beförderung. Ja, Mann. Ist das der Hausmeister? Nee, Nachwuchspfleger. So, der wird eh gerade repariert hier. Und geupgradet. So. Okay, na gut. Okay, Freunde, ich mache kurz eine Aufnahmepause. Ja, der Pfleger, okay, der Arzt, was? Verdiene 200.000? Haben wir geschafft, okay. Eieiei. So, ich speichere mal ganz kurz. Schnell speichern. Okay, nee, dann speichere ich nicht. Sehe ich nicht ein. Ich will nur langsam speichern oder gar nicht. Ich finde, man muss ja nicht unbedingt alles so schnell machen. Beförderung, befördern, was, wer, hier, Nachwuchsschwester, alles klar. Kriegt einen Weiterbildungsplatz, das finde ich sehr gut. Je mehr, desto besser. So, dann gucken wir das nächste. Ja, was ist denn jetzt schon wieder? Sondermeldung, 6 von 7 Patienten geheilt. Nice, dankeschön. Dann würde ich sagen, in der nächsten Aufnahme befördern wir mal fleißig weiter. Jetzt haben wir ein paar Beförderungspunkte. Und dann gucken wir mal, dass wir unsere Station auf Zack kriegen hier. Dass wir die Mitarbeiter mal ein bisschen in die richtige Richtung managen. Und die dann festen Stationen zuweisen, dass wir überall wirklich nur Profis arbeiten haben. Wie ein ordentliches Krankenhaus das eben tut. Genau so und nicht anders. So, jetzt nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Aufnahme. Grüß mir die Zukunftsgrung. Tschüss. Und bleibt gesund. Upgrade zu Herzrasse 2. Guck mal. Okay, jetzt mal. Tschüss.